So, und damit wieder herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia. Ja, wir sind wieder zurück. Wir nehmen das Ganze, falls ihr das in der ersten Folge nicht gesehen habt, bitte die erste Folge auf jeden Fall mal anschauen. Aber wir nehmen das Ganze nicht nur auf, sondern wir streamen das Ganze auch nochmal live auf Twitch. Falls ihr dabei sein wollt beim nächsten Mal, gerne unten in der Beschreibung verlinken wir euch den Twitch-Channel. Gerne ein Follow da lassen und ab und zu mal reingucken. Weil das Ganze passiert bei uns ein bisschen spontan. Wir haben dafür keinen Ablaufplan. Stevie und ich sind nämlich beide nämlich noch auch nebenbei arbeiten. Und ja, die Woche ist jetzt quasi für mich so ein bisschen die Ausnahme, da ich Urlaub habe. Ja? Deswegen streamen wir das Ganze nämlich hier auch. Und wir gehen direkt wieder ins Spiel. So, unsere Aufgabe war ja, oder ist ja, das Schloss ist defekt. Finde eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Oh. Warte mal, Schranktür im Gästezimmer? Die hier, oder was? Ja, okay, defektes Schloss. Haben wir denn irgendwas im Inventar, um das... Ach, guck mal. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Warum nicht? Ach so, wie wär's mit der Brechstange? Die haben wir ja... Okay. The key. Please let it be here. Das hatte ich. Ja, okay. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Finde den Schlüssel. Was? Also, wahrscheinlich hier ist denn ein wichtiger Schlüssel versteckt. Oh Gott! Nicht sieht. Okay, ich habe mich versteckt. Ey, jetzt geht er auch noch auf die Jagd, während ich nicht in den Katakomben bin? Hallo? Ist auch mal so geil, ne? Das ist so eine Gamer-Krankheit, dass man sich immer so um die Ecke versucht zu beugen. Man sieht nicht mehr, aber es gibt einem ein super tolles Gefühl. Völlig schwachsinnig, aber ist okay. Ja, also er ist nicht hier reingekommen, würde ich sagen. Dann nehmen wir uns mal hier die Notiz. 4. July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them. But somehow, I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, das ist ganz schön strange. Okay, hier. Kann ich den mal hier wegnehmen hier? Dankeschön. Ja, also er hat den Orb wieder zusammengesetzt. Und es passte alles ohne irgendwelche Sachen. Aber cool. Also, ne? Ohne Klebstoff, meine ich. So, hier soll aber ein Schlüssel sein, angeblich im Gästezimmer. Das Bild hing da vorhin, oder? Ja. Also hier soll noch irgendwo ein Schlüssel sein. Aber wir haben doch hier vorhin alles schon durchgesucht. Oder bin ich blöd? Oder? Oder? Habe ich hier auch alles durchgesucht? Was hat das? Okay. Das ist ja wunderbar, dass ich das hier... So hochnehmen kann. Oder ist hier vielleicht noch? Oder ist hier beim Hasen? Ist hier unterm Hasen irgendwie? Hasi? Nee. Okay. Oh. Oh. Ja, okay. Gut. Oder auch nicht. Weil hier soll ja ein Schlüssel sein. Aber hier ist keiner. In the guest room. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt auch nur... So, oder ist hier noch was?
Weil ich bin hier reingekommen. Und dann hieß es, ja, im Gästezimmer wirst du einen Schlüssel finden. Ja, nichts ist. Kein Schlüssel, kein nichts. Über den nächsten Raum. Ja, manchmal ist das echt komisch. Echt komisch. Ja, aber da müssen wir mal gucken. Wo können... Der lag definitiv noch nicht hier, wo ich hier reingegangen bin. Ei, ei, ei. Wir sind nicht alleine. Wir gehen mal in das Studierzimmer. Weil da studiert man ja gerne Sachen. Und vielleicht finden wir ja da den Schlüssel zum Maschinenraum. Ja, das hat sich... Dieses Schließen hat sich gerade angehört wie ein Schuss aus einer Waffe. So soundtechnisch, ne? Okay, warte mal, hier gibt's wieder eine Zunderbüchse. Naja, ist ja gut, komm hier, mach dir Licht an. Meine Fräse, ey. Mit deinem Licht. Ja, ist okay, ich wollte es ja nur mal in die Hand nehmen. Wollte es eigentlich nicht runterfallen lassen. Ist hier noch was, Meinet? Blüm! Nee, anscheinend nicht. Oder? Gibt's hier noch was? Ey, wie viele Klavierdinger hat er denn hier rumzustehen? Das ist jetzt das dritte Klavier, was ich hier sehe. Ja. Ja, ist klar. Das sieht ja auch gar nicht schaurig aus. So, ich stehe im Licht. Was ist hier los? Gott, Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinem treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so erklärlich wie der Heliodromus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Es war so, wie es erzählt wurde. Ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unterirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte. Als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens, aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdischen Kammern betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen dieses Instinkte anzukämpfen und nahm die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Ich könnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Ich bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief, aber glücklicherweise betrachteten sie mich nicht und ich setzte meine Flucht fort. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bliebe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blauschimmernden Licht eingehüllt und die Farbe des Waldes verschwamm vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung, die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vom aufkommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie, als Schmerz und Angst mich überkam. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde meilenweit über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedecktes Feld hinter Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben.
Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deinen weiteren Forschungen an den, mystischen Kugeln. Meine Güte! Und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in der Altstadt schulde. Mein Freund und Mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Ja, Heinrich. Das lief ja mal, glaube ich, nicht so gut. Ja, wundert euch nicht wegen dem Vorlesen, ne? Vorlesen und so. Ist nicht gerade meine Stärke. Ich gebe aber mein Bestes und versuche es so gut wie möglich euch vorzulesen. Wenn ihr das nicht mehr wollt, beziehungsweise ihr das selber lesen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja? Und für den Chat selbst hier, wenn ihr das nicht wollt, schreibt es in den Chat. Ja, dann lasse ich es sein. Aber vielleicht ist es auch ganz amüsant, wenn ich mich mal da so ein bisschen verhaspel. Oha. Wo sind wir denn hier? Das sieht nicht aus wie ein Studierzimmer, Freunde. Okay. Na gut. Kommt drauf an, was man studiert, ne? Also, ja. Ja. So oder so kann man das sehen. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Okay. Also ich sag mal so, ist ja heftiger Shit. Kann man bitte, also nee. Das ist echt, ja. Okay, ich lass mal unkommentiert, einfach weil ich finde das heftig. Oh gut. Ja, geh noch weg hier. Diese Stühle. Warum hebt man sich sowas im Schrank auf? Also, leider muss ich jetzt hier mal gucken gehen. Sorry dafür. Weil, könnte ja sein, dass dahinter was sich versteckt. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, komm, wir lassen es sein. Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier noch? Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschungen. Die neueste Erkenntnis des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschungen dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Okay. Okay. So, aber wir dürfen immer noch nicht vergessen, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel. Und der Schlüssel scheint auch hier nicht zu sein, aber wir sind hier, glaube ich, auch noch nicht komplett durch. Jetzt sind wir komplett durch. Okay. Warum ist jetzt die Dings gesprungen? Also kann ich die jetzt damit vielleicht auch wieder öffnen? Okay. Wir haben sie geöffnet. Cool. Hier ist auch noch eine Zunderbuchs. Alter. Also jemand, der jetzt Höhenangst hat, der hat hier ein Problem. Ja. Zum Glück. Also, zum Glück habe ich keine richtige Höhenangst. Ich habe Respekt vor Höhen. Vor allem, wenn du so über diesen Punktgipfel bist. Vor allem hier, dieses ganze Gemäuche und Gekeuche. Das ist okay, komm hier ganz schnell wieder rein, weil ich brauche anscheinend Licht. Diese ganze, ne, hier, da, das, bis nach draußen. Ja, und ich höre Hundis, ey, das ist so schlimm. Also, oh Gott, nee, ey, Tiere quälen und so, ist überhaupt nicht meins. Bin ich ehrlich. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir.
Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraute dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Welches Tor? Ist mir jetzt hier im Stargate-Universum, wo er jetzt hier irgendwelche Tore zu anderen Welten aufmacht oder was? Oder wo? Also, na gut. Anleitung, Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kamera erhältst. Die Messinstrumente sollten Folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8. Scheibenkleister, das muss ich mir auch wahrscheinlich wieder aufschreiben. So, jetzt geht's wieder los. Stevie wird sich wieder freuen. Die Suche nach einem Stift. Warte mal, hier habe ich einen Stift. Einen Zettel habe ich witzigerweise, aber nicht immer einen Stift parat. Vor allem auch nicht immer einen Stift parat, der auch direkt schreibt. So. Wobei, man kann sich das ja eigentlich noch merken, ne? Hoch 8, runter 8. Also, hoch 8 und runter 8. So. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage, 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Was für Stäbe? Ach, solche Stäbe. Scheiße, jetzt muss ich auch noch Stäbe wieder suchen. Okay, komm, hier mach mal Licht an kurz, damit du dich hier wieder ein bisschen akklimatisierst. Wie sieht überhaupt unser Geisteszustand aus? Der Geisteszustand ist glasklar und unser körperlicher Zustand ist alles gut. Okay, cool. Da frage ich mich, warum er ihn hier gerade schon wieder so rumgeäckelt hat. Okay, hier geht's auch nochmal. Hier ist so eine Kiste. Ah, hier gibt's noch ein paar Zünderbuchsen. Hier gibt's wieder sowas. Ich mag die Dinger ja irgendwie kaputt machen, ne? Also, das ist irgendwie. Was war's denn hier? Kein Öl mehr. Es ist kein Öl mehr, irgendwas übrig. Oh, schade. Wie schade. Das ist natürlich die große Frage. Okay, warte mal, wir haben jetzt aber. Wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden. Weil wir haben jetzt gefunden. Warte mal. Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz gucken. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. In den Schlüssel sind wir im Maschinenraum, ja. Also, wir haben. Ich habe jetzt da so einen Stab. Wir wissen, wir brauchen da irgendwie. Alter! Das Viech kann einen Baum fällen. Okay, cool. Cool. Oder auch nicht so cool. Cool. Hüpf. Okay, also wir müssen anscheinend wirklich nochmal ins Gästezimmer. Beim Gästezimmer haben wir anscheinend wirklich einen Schlüssel übersehen. Also gehen wir jetzt wieder erstmal zurück zum Gästezimmer, weil die Stäbe suchen, ja okay, cool, ja, weiß ich Bescheid. Aber erstmal, um die Stäbe einsetzen zu können, brauchst du ja den scheiß Schlüssel. Und ohne den Schlüssel kommst du ja nicht weiter. So, das heißt, wir haben jetzt einen Stab, brauchen insgesamt 4 Stäbe, aber ich brauche erstmal den Schlüssel. So, jetzt ist die große Frage, wo ist der Schlüssel? Ja, hat jemand eine Idee? Kann mir jemand irgendwie helfen? Jetzt wäre ja zum Beispiel cool, wenn jetzt natürlich die YouTube-Zuschauer, wenn sie Bock hätten oder sonstiges und auch natürlich Zeit haben, dass sie hier bei Twitch mit reingeschauen hätten können, um zu sagen, yo, Benny, ey, du bist eine Blindnappel, da findest du den Schlüssel. Ja, und wie ich sehe, habe ich mal wieder nichts. Also müssen wir hier wieder alles einmal durchgucken. So, der Schrank ist definitiv kein Schlüssel. So, dadurch, dass er mir das auch mit dem Schlüssel angezeigt hat, nachdem ich diese Tür hier aufgebrochen habe, muss ich ja das Schlüssel normalerweise hier befinden. Also ernsthaft, jetzt hat sich dieses Ding da einmal bewegt. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Ja, ich sag mal so, ohne Worte. Also das hätte ich, naja. Ist, wenn man sich im den Raum nicht immer komplett anguckt, ne? Dann passiert sowas, dass man solche Sachen übersieht. Ein bisschen ärgerlich. Aber, ja, passiert. Wird mir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen öfter passieren. So, dadurch, dass wir jetzt einen Stab haben, den Schlüssel haben, gehen wir jetzt erstmal in den Maschinenraum und gucken erstmal, wie sich das Ganze da drin überhaupt äußert. Ja. Hallo? Tür auf. Dankeschön. So, dann gehen wir hier in den Maschinenraum.
öffnen diesen, indem wir hier Maschinenraumschlüssel nehmen. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was überhaupt zu machen ist. Vor allen Dingen weiß ich auch gar nicht, was ich jetzt eigentlich für einen Stab da genommen habe. Es gibt ja da anscheinend mehrere Stäbe. Ach, du schöne Sache hier. Okay. Also was mir schon mal gefällt, ist, dass hier überall so ein bisschen Licht an ist. Also zumindest ein bisschen. Okay, haben wir July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Crucifer, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ja. Also, dafür denn sich die Verantwortung... Ja, nee, also, nee. Einfach, nee. Würde ich an seiner Stelle nicht machen. Ja, also, er kann ja nichts dafür, nur weil er eben halt ihn gefragt hat, nach seiner Expertise, dass er 2 Wochen später halt stirbt. Also, außer er hat ihn, umgebracht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt gucken wir uns mal, also, das ist, also, Maschinenraum, ne? Ich kenne manche Maschinenräume, die sehen aber alle nicht so aus. Das sieht eher aus wie so ein Heizungskeller. Das bin ich auch ganz ehrlich. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Okay. Also, Pillen zu nehmen, damit man Sachen so hinbekommt und so, weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Okay, warte mal, hier geht's mir gerade wieder nicht so gut. Ich muss mich mal ganz kurz hier hinstellen. Was ist denn das für ein Ding? Ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Strömungskreislaufstab. Was ist denn jetzt der Strömungskreislaufstab? Okay, warte mal. Wir haben hier noch eine Notiz. Bebo-Maschinenausstattung. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lasse die anderen in den inneren Studierzimmern... Was? In den inneren Studierzimmern für den Fall, dass... wieder alle 3 brechen. Nein, das ist mehr als nur ein so ein Ding. Oh Gott. Weil hier komme ich... Warte mal, also wir rennen erstmal ganz kurz runter. Ey, muss ich wirklich wieder in den Studierzimmer zurück? Aber lang noch nicht 3 Stück. Das kann mir doch keiner sagen. Aber hier haben wir nochmal... 7th of July, 1839.
How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Okay, also wir haben irgendwas befreit, was irgendwie alle, mit denen ich zu tun habe, oder mit denen wir zu tun haben, kaputt macht. Das ist nicht gut. Das ist not good. Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Lol, das ist jetzt... Was muss ich denn hier reintun? Wollt ihr mich jetzt... Was muss ich denn hier alles machen? Okay. Gibt's hier noch einen Stab? Also hier gibt es zumindest schon mal Zunderbuchsen. Finde ich gut. Ich schmeiß erstmal hier noch mal ein paar... Vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Zunderbuchsen hier oben. Nee, finden wir nicht. So, hier gibt's Kohle. Okay. Und wir müssen den Druck irgendwie aufrecht halten. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendwas reinstopfen. Achso, warte mal. Sind hier die Brennstäbe drin? Es müssen noch Zahnräder einsehen. Wir müssen hier auch noch... Okay. Kann ich jetzt dieses Zahnrad nehmen und kann das jetzt da reinstopfen oder was? Okay, also wir müssen Zahnräder suchen, wir müssen die Stäbe suchen. Ich habe vorhin auch noch irgendwo anders ein Zahnrad gesehen, das können wir ja zumindest schon mal runterbringen. Aber wo sollen die restlichen Stäbe sein? Warte mal. Schmeiß dich mal kurz runter. Hier oben war doch noch irgendwo eins, oder? War hier oben nicht noch eins? Hallo? Zahnrad? Was ist das denn hier? Pressure. Oh no, da müssen wir... Oh Gott. Ey, ich sehe mich doch... Also, ich sehe mich dieses Rätsel hier nicht allzu schnell lösen. Weil wir brauchen Zahnräder, die müssen richtig angeordnet werden. Wir müssen den Druck richtig zuordnen. Und da... Das stelle ich mir, bin ich ehrlich, da stelle ich mich meistens sehr dämlich an. Mir fehlt noch ein weiteres Zahn. Nee, doch. Hier war noch ein Zahnrad. Ja, und da bin ich meistens nicht so gut. Leider. Also viel durchaus probieren. Andere Möglichkeiten, na, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich ja da mit einer gewissen Logik rangehen. Vielleicht aber auch nicht. Also, ne, ich sag jetzt mal, alles ist möglich. So, also, so, jetzt haben wir erstmal hier die Zahnrädchen. Könnte ich jetzt hiermit... Aha! So, und ich bin der Meinung, ich muss hier noch was reinfüllen. Ich weiß noch nicht was. Jetzt muss ich so eine Kiste hier reinklatschen. Da wollte ich passen. Ne, wisst ihr? Sag ich doch. Das ist nur eine Schaufel. Kann ich hier irgendwas nehmen? Ah ja, dich kann ich mitnehmen. Aha! Muss ich hier so eine Bällchens da reinschmeißen? Weil, ne? Wir wissen ja, Druck entsteht denn durch Wasserdampf und so? Kann ja auch Druck entstehen. Der Brenner ist jetzt voller Kohle. Ja, cool. So, wenn ich jetzt den hier anmache und den jetzt hier anmache, dann sagt er, nee. Ich kann den nicht mehr ausmachen. Okay. Gut. So, damit haben wir jetzt zumindest die Zahnräder gefunden. Das, das und das. Uns fehlen jetzt noch die Stäbe. Die Stäbe finde ich angeblich, finde raus, wie man den Motor... Ja. Die Stäbe, laut der Notiz, finde ich im Studierzimmer.
3? Kann ich mir nicht vorstellen. Also wir gehen jetzt nochmal ins Studierzimmer, um wirklich zu checken, ob wir da irgendwelche Stäbe vergessen haben. Wobei, es muss ja nicht da sein, wo wir den ersten Stab gefunden haben. Es könnte ja auch in den Räumlichkeiten davor sein. Ja, also wir haben ja hier vorne. Die Wege sind auch überhaupt nicht kurz. Muss man auch mal ganz klar sagen, die sind auch sehr lang. Wie bei fast jedem Game. So, und hier, glaube ich, müssen ja irgendwo dann die weiteren... Ich brauche ja 3 Stäbe. Einen habe ich schon. Das heißt, ich brauche noch 2 weitere Stäbe. So, und jetzt ist die Frage, wo finde ich diese? Weil es hieß, hier im Studierdingensbummens. In dem Studierbereich. Das ist die Frage, wo genau? Weil hier ist überall nichts. So, die Kiste kann ich auch noch hochnehmen. Okay, also. Der Raum, nichts. Der Raum, weiß ich nicht, ob der hier noch irgendwelche Geheimgänge hat oder so. Aber ich finde hier auch nichts, ne? Also, ist jetzt nicht so, als ob mir das Ding hier direkt, mich gleich anleuchtet. Oder mal Bilder. Bilder habe ich letztes Mal so ein bisschen übersehen. Nee, Bilder auch nichts. Okay, und bleibt uns ja jetzt dann nur noch hier nochmal zu gucken. Aber hier war doch auch nichts. So, bei Hasi ist nichts. Das kann ich nicht öffnen. Das könnte ich aber kaputt machen. Oh, trotzdem nichts öffnen. Was war das? Der Wirbel eines Hundes? Ja, die Wirbelsäule eines Hundes. Okay. So, wäre hier noch irgendwas? Irgendwas übersehen? Blum! Okay, machen wir hier wieder alles auf. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Und. Huch! Da ist auch nichts drin. Das ist mal weggeschmissen. Hier habe ich ja schon mal reingeschmult. Da war ja auch nichts drin. Ist hier noch irgendwas? Hier hinter dem Bild? Nee. Wie kommt der denn darauf, dass es im Studierzimmer ist? Ey, und das mit den Hundis, ey, das ist echt, das zermürbt mich gerade richtig. Hier ist auch nichts weiter. Was ist der Hammer? Die Tür auf. Hier noch irgendwo. Irgendwo irgendwas. Nee. 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 Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal einen Step hier wieder zurück, weil man springt ja so gerne. So, gibt's hier dann noch weitere Stäbe? Notfall langsamer. Nee, ich brauche so eine... Lol. Kann ich damit irgendwas machen? Ah, darauf legen. Cool. Cool, 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 cool. Ist auch nur Werkzeug? Werkzeug? Kaputtes Rad? Noch mehr Räder? Öl? Wie sieht es überhaupt öltechnisch aus? Oh ja, Öl. Könnte man mal wieder aufräumen. Das war jetzt aber... Ja, sagen wir mal so wie das. Das war jetzt nicht so... So Optimum. So, hier ist aber auch nichts. Ist hier noch irgendwas, was ich hier entdecken kann? Nee, auch nicht.
Wo sollen diese Dreckstäbe sein? Die wieder hinter so einer... Oh nicht. Hä? So, hier sind die Räder. Okay, naja, den einzigen Raum, den wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben, ja, damit wir hier auch mal ein bisschen weiterkommen, ist der Lagerraum. Gurr, gurr, ja, gurr. Also gehen wir jetzt nochmal in den Lagerraum, vielleicht finden wir ja da noch ein paar Stäbe. Vielleicht habe ich ja da auch irgendwas überlesen, also... Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich das Studierzimmer gewesen. Aber vielleicht war es ja wirklich, der Lagerraum. Könnt ihr, oder würde ja auch Sinn machen, wenn es der Lagerraum wäre, weil man lagert ja Sachen im Lagerraum, ne? Macht ja Sinn. Hier im Gästezimmer wird er jetzt nicht mehr sein. Oh Gott, das sieht auch so, so nicht gut aus. So, hat sich denn hier irgendwas verändert? Vielleicht... Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Was? Warum kann ich in das Wasser greifen? Gibt's hier noch irgendwo einen Stab? Okay. Wir wollten zum Lagerraum. Da gehen wir jetzt auch hin. Um zu gucken, ob wir da jetzt die Stäbe finden. Weil, ne? Kann ja sein. Ja, wenn ihr eine Idee habt, sagt's mir. Wo ich noch die Stäbe finde. Kann ja jetzt auch sein, dass ich jetzt hier anderthalb Stunden nach Sachen suche. Und wir hier no progress machen. Ich möchte kurz dazu erwähnen, das kann immer mal passieren. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Aha. Ist aber nett, dass du mir das so sagst. Okay. Brennstäbe, seid ihr hier? Immer gibt es ein paar Zünderboxen. Aufgenommen, Teil eines Bohrers. Wofür brauche ich denn jetzt wieder einen Bohrer? Bohrer, wofür brauche ich denn jetzt schon wieder einen Bohrer? Ich... Ich habe kein Öl mehr gehabt. Hallo? Warum schleichst du hier so rum? Und Instrumenta? Was ist denn Instrumenta? Ausrüstung? Ich will auch nur, ey, wirklich, ich will nur diesen scheiß Aufzug fertig kriegen und nicht jetzt irgendwie noch eine Bohrmaschine bauen. Ey, dieses Schloss, also ja, Schloss groß, verdammt groß und keine Ahnung was. Aber das ist doch mal mega verwinkelt, die was ist denn, warum läuft das hier über mein Bildschirm? Mach hier die Scheiße an. Ja? Könnt ihr euch jetzt mal wieder beruhigen? Was ist hier los? Körperlicher Zustand, alles gut. Geistiger Zustand, Kopf dröhnt, Ende zittert. Mal wie immer.
Bezüglich explosiver Mischung. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuche das auch deinem leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeit selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeit zu mischen. Agrippa. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum ich den Bohrer brauche, aber... Oi. Ich will das auch noch gar nicht kaputt machen. Ich will auch nur die Stäbe haben. Ihr macht mich so fertig. Ich will nur die scheiß Stäbe haben, damit ich den Fahrstuhl wieder in Betrieb nehmen kann. Gibt's da keine andere Möglichkeit? So, wir machen mal hier Licht an. Genauso wie hier. So, zu einer Box. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach da diese Drecksstäbe zu finden. Aber, ja, anscheinend für mich unmöglich, die Aufgabe. Unmöglich. Warte mal, wir machen jetzt auch mal hier an, weil wir haben ja wieder ein bisschen Zunderbuchsen gesammelt. Das Ventil ist zugerostet. Ja, das ist ja mal scheiße. So, was haben wir hier? Hier haben wir erstmal eine Kerze. Hier haben wir noch Zunderbuchs. Hier haben wir noch eine Kurbel. Noch eine Zunderbuchs. So, einige Gegenstände können miteinander kombiniert werden. Dazu Gegenstände auf den anderen, um zu sehen, ob sie kombinieren lassen. Okay. Cool. Kann ich den jetzt damit kombinieren? Du kannst den Bohrer noch nicht zusammenbauen. Du musst erst alle Teile finden. Hä? Kann nicht kombiniert werden. Okay. Wie alle Teile finden? Habe ich jetzt nicht alle Teile gefunden? Für den Bohrer? Ah, aufgenommen. Teil eines Bohrers. Okay. Wir machen mal ganz kurz den hier. Da reicht es auch aus, wenn ich nur ein Teil darauf setze. Okay, cool. Zunderbuchs. So, und jetzt kann ich doch hier irgendwo anstechen, oder nicht? In dem Nebenraum, hat er gesagt? Nee, hier hat er gesagt, oder? Ist das nicht hier? Oha. Gegenstand kann auf keinem Objekt angewendet werden. Kann auf kein Objekt angewendet werden? Wieso kann das auf kein Objekt angewendet werden? Hä? Hallo, da funktioniert es jetzt auf einmal, ja, oder was? Okay, also wir haben das. Wir brauchen aber zwei Sachen. Aufgenommen, teilweise gefüllter Topf. Okay. Achso, und dann brauchen wir den hier noch. Ja, okay. Machen wir den mal hier kurz aus, damit ich da ein bisschen spare. Aufgenommen. Agrippas Explosivstoff. Und das hat jemanden gerade gar nicht gefreut, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß gar nicht warum. Weil ich suche ja eigentlich nur noch die Stäbe. Und nicht hier irgendwelche andere Kacke. Ja. Ja. Maschinenteile. Ja. Let me go. I won't kill anyone. I swear. I just want to go home. Was? Sie wurde auch verfolgt. Sie, es, er, keine Ahnung. Aus, wen, wo. Okay, warte. Wir machen uns immer mal so ein, zwei Points an. Er lässt sich nicht bewegen, ja, ist ja wunderbar. Was ist jetzt hier los?
Einsturztrümmer verhindern ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde einen Weg durchzukommen. Ja, lass mich raten. Dafür haben wir jetzt hier den Bums gebaut, richtig? Gegenstand kann auf keiner Weise angewendet werden? Why? Soll ich das hier so hinstellen oder was? Lass mal noch die Zunderbox hier mit. Hä? Eine hochexplosive Mischung. Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht? Ich wollte gerade sagen, ich muss das doch hier irgendwo hinstellen können. Oder nicht? So, kann ich jetzt hier irgendwie eine Kiste nehmen und sagen. Schwupps. Okay. Hat funktioniert. Super nice. Hier ist weiter eine Blutspur. Nicht so nice. Noch eine Zunderbox. Okay. Gibt's jetzt hier auch noch Stäbe? So irgendwas? Für mich? Mach mal hier auf. Zunderbox. Scheibenkleister. Wo bin ich hier? Ach du Schololololo, was ist denn hier? Okay, wir nehmen ein paar Zunderboxen mit. Oh Gott! Was ist das alles hier? Brot? Gott, oh Gott, oh Gott! Das sieht nicht aus wie ein Lagerraum hier, Freunde. Ich bin da jetzt mal ein bisschen ehrlich mit euch. Das sieht eher aus wie so eine Fleischkammer. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht hin. Der sah auch nicht so gesund aus. Aber ich merke, mir geht's nicht so gut, wenn ich im Dunkeln zu lange bleibe. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know. Okay, wir verpissen uns. Ey, das hört sich alles nicht so gesund an gerade. Bin ich ehrlich, ich hab hier Schiss ohne Ende. Mach hier die Scheiße an, du. Ach, Kackenkopf, das sieht doch da auch nicht besser aus. Und diese Fackeln, dass diese Fackeln nichts bringen. Shit. Ich verpiss mich. Im Falle eines fehlenden Stabes, wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Ist ja schön, dass ich die Sachen jetzt hier im Lager... gefunden habe. Bin ich ehrlich, aber irgendwie stresst mich das. Das heißt, ich habe jetzt aber eigentlich alle drei Stäbe gefunden. Mir geht's nicht so gut. Ganz kurz hier so ein bisschen akklimatisieren wieder. So. Und ich muss jetzt den ganzen Weg, den wir jetzt gerade gelaufen sind, muss ich wieder zurück.
Kann ich nur sagen? Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ich muss jetzt Hide and Seek technisch an diesem Typen da vorbei? Warum? Na gut. Wir nehmen noch mal einen kurzen Schluck. Hashtag keine Werbung. Und weiter geht's. In der Hoffnung, dass er uns in der Ruhe lässt. Ja, man merke, Feuer ist... kann wehtun. Ich glaube, dass ich gerade gegen diese... sowas von weg. Er sieht mich jetzt nicht, ne? Also, er sieht mich jetzt nicht, obwohl da eine Kerze ist. Würde er mich nie sehen. Nee, ich bin voll in der Sackgasse. Ganz ehrlich, wie soll ich denn jetzt da rauskommen? Ja, es ist, jedes Mal, wenn ich da rauskomme, kommt er mir doch entgegen. Der Dulli, oder? Also wirklich wegrennen? Kann ich nicht. Er läuft ja auch immer die ganze Zeit da vorne. Was ist denn... kann er einfach wieder woanders hingehen? Und sich die Schweinehälften angucken oder so? Also, wir probieren es nochmal. Das Spiel ist echt anstrengend. Okay. Er scheint erstmal weg zu sein. Vielleicht kann ich ihn mir auch einfach so hinterher schleichen. Maybe er ist ein guter. Maybe ich kann auch einfach an ihm vorbeirennen. Vielleicht ist er ja nicht ganz so schnell. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich hier stehen bleibe? Also wir testen es jetzt mal aus. Okay. Das verändert meinen geistigen Zustand, okay. Wir machen einen auf ganz langsam. Laufen, dass ich jetzt hier nichts kaputt mache. Bitte, bitte sei weg. Bitte komm nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Mach es nicht. Bleib da, wo du bist. Ich will nur die Stäbe einsetzen und will den Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Und ich renne. Komm, jetzt kann ich doch rennen, oder? Oh, Forrest! Ja, ist klar. Wo kommt er denn auf einmal her? Wie viele Viecher gibt's denn von denen? 5 oder was? Bitte, schnell. Also ich habe jetzt die ganz große Hoffnung, dass er nicht durch diese Tür kommt. Das ist eigentlich ein Trugschluss, aber... okay, er kam doch nicht mit dem Glück. Meine... warum hat sich das hier... hallo? Hat sich ja einiges verändert. Was bist du denn? Okay. Oh, okay. Ja. Ich sag mal... ja. Passt. Vielleicht auch nicht. Aber, ja. So, warte mal. Ich muss jetzt die Stäbe hier irgendwo... ach nee, warte mal. Das ist der Pressure? The pressure kicking down me. So, aber wir müssen erstmal die Stäbe einfügen. Einschieben. So, jetzt ist die große Frage. Gibt's dafür eine Reihenfolge? Ja? Weil wir haben hier ein 4-Phasen-Amplitude. Das wäre dann 1, 2, 3, 4.
Und wir haben ein Trinity. Was? Trinity? Stab? Ja. Ich sag jetzt mal 4-Phasen-Amplitude. Das da? Und der Trinity-Stab ist. Das da? Okay. Cool. So, jetzt müsste ich doch nach unten gehen, um den. Entschuldigung für das laute Pfeifen gerade. Um hier die Maschinerie zum Laufen zu bringen. An der Maschine muss noch was. Muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Hä, wieso? Ist doch alles drin? Ja. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Achso, jetzt muss ich den Toko oben richtig einstellen, damit ich Maschinen. Achso! Hey, ich hätte jetzt gedacht, ich muss Maschinen anmachen, um dann oben den Druck einzustellen. Aber nee, ist ja klar, logisch. Jetzt läuft ja der ganze Dampf hier durch. Hat ja auch eine gewisse Logik, ne? Der läuft jetzt hier durch und wir müssen jetzt hier, Le Pressure irgendwie machen. Ist jetzt nur die Frage, wie rum? Das da? Und woran erkenne ich, wenn ich richtig bin? Oder muss ich das so machen? So? Nicht so lassen? Ne, warte mal. Ja. Ja, ich habe null Anzeige, wann der Kackerich richtig ist. Ach so. Es geht nur so oder so, oder was? Ja. Okay, warte mal, wir probieren mal was. Also, wir haben ja hier die Dinger, ne? Also, hier ist ja eins. So, dann haben wir da zwei. Zwei könnte aber auch hier sein. Dann haben wir drei. Wir haben keine vier. Also, wir haben schon eine vier. Da oben. Aber dann ist die zwei nicht mehr richtig. Machen wir die vier hier hin. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier. 5. Dann muss ich das hier noch runter. Also, wenn ich jetzt danach davon ausgehe, dass es hier nach einer Nummerierung geht, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 4, Entschuldigung, 4, 5, 6. Oder? Aber ich habe nirgendwo einen Point. What? Wo ich sage, so, ja, genau das sind jetzt die Einstellungen, die ich machen muss. Weil hier habe ich die Stäbe, die sind alle angeblich korrekt eingesetzt. Und hier hinten habe ich den Maschinenraum. So, den kann ich jetzt wiederum noch nicht starten. Weil an der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Gibt es denn noch einen Hinweispunkt? Wenn ihr heraus, wie die Motor startet, zum. Nein, gibt natürlich keinen weiteren Hinweispunkt. Habe ich denn noch irgendeine Notiz überlesen, wie ich die richtig mache? Falle eines fehlenden Sharps bezüglich der Explosionsmemo Maschinenausstattung. Es sind noch zwei Stäbe Maschinenraum übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind. Falle eines. Wieder alle drei. Okay. Ah, die Hebel so ein, dass die geeignete Menge Druck innerhalb der Kamera erhält. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und nach unten 8. Okay. Damit muss ich arbeiten. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Also wir müssen oben 8 zusammenbringen. Mit den römischen Zahlen zusammen. Und wir müssen unten 8 zusammenbringen als Summe. Mit den römischen Zahlen. Okay, verstehe. Das habe ich mir ja vorhin auch noch aufgeschrieben. Ich bin gekommen. Ja, es ist, manchmal ist so, wie es ist. Manchmal ist es blöd.
So, das heißt, wir müssen hier 8 zusammenkriegen. Das heißt, wir machen hier 3 und 5. Aber hier 1, 6, 8. Shit. Ah ne. 8. Und den müsste ich doch jetzt in Normalstellung lassen. Geht das? Geht das, dass ich den hier in Normalstellung lasse? Weil dann habe ich jetzt nämlich 1 plus 5 sind 6, plus 2 sind 8. Und oben habe ich 5 plus 3 gleich 8. Richtig? Ah, das macht ja keinen Sinn. Warum drücke ich immer Escape? Nervt mich auch gerade. So, jetzt habe ich oben 8, unten 8. Und der ganz andere ist ohne Dings. Das heißt doch aber jetzt im Umkehrschluss, ich müsste doch jetzt die Maschine... Oder muss ich alle Hebel dafür benötige ich alle Hebel dafür. Ich brauche anscheinend alle Hebel. Okay, das heißt, ich muss mir doch was anderes einfallen lassen, als das, was ich gerade gebaut habe. Okay. Also oben 8, unten 8. Sollte ja nicht so schwer sein, wenn ich mit allen Hebeln rechnen muss. Jetzt kommt Mathe-Künstler Benny. Mathe, Mann. Der jetzt sagt, wir nehmen... Pass auf, wir nehmen hier 3 plus 3 sind 6 plus 2 sind 8. Damit hätten wir hier 5... Ne, 6. Shit, das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Drei plus drei sind sechs, plus zwei sind acht. Hier unten habe ich sechs, plus fünf sind elf, plus zwei sind 13. Das bringt nichts. Das heißt, ich müsste ihm den nach da packen, weil ich brauche die einzelne kleine Zahl. Das heißt, ich habe jetzt 3 plus 1 sind 4, plus 4 sind 8. Hier habe ich 1 plus 6 sind 7. Plus 1 sind 4. Plus 4, jetzt ist es richtig, wären es 8. 2 plus 1 sind 3. Plus 6 sind 9. Das wäre also auch falsch. Das ist einer zu viel. Gut. Wie können wir denn sonst nachrechnen? Ich könnte... Warte mal, was ist, wenn ich sage, 5 plus 1 plus 2 sind 8 und 5, 1, 6. Jetzt haben wir es. Der Strom ist gleichmäßig stabil. Meine Güte. Und ja, das Ganze war jetzt uncut. Und ja, ich brauche manchmal leider wirklich so lange. Ja, manch andere werden es sofort gesehen haben und sich gedacht haben, oh Benny, du... Einfach mal ein bisschen mehr nachdenken, weniger quackeln, einfach mal 5 Minuten Gehirn anstrengen. Bei mir ist es leider manchmal so. Komisch. Ist aber so, ist aber so. So, der Fahrstuhl funktioniert. Yeah! Wir können mit dem Fahrstuhl... Jetzt wieder fahren. Alter! Warum krieg ich denn... dass auch dieses Geglibberzeug andauernd spawnt. Ja, wie komme ich jetzt hier raus, ohne Schaden zu bekommen? Alter Falter, so. Okay, dann geht's jetzt erstmal weiter Richtung Fahrstuhl. Das war jetzt aber auch ein trickiges... Also, ja, tricky war das eigentlich nicht. Also, so... Es war okay für ein Rätsel. Also, für mich tricky.
für euch Zuschauer wahrscheinlich nervenaufreibend, weil ja, man hätte es wahrscheinlich schneller lösen können. Nur ich nicht. Das ist zu dem Zeitpunkt schon Fahrschule gab, vor allen Dingen. So. Jetzt eigentlich hier auf. Ach so, ich kann nicht anhalten. Nee, ist klar, wir fahren jetzt einfach endlos oder was? Ach man, jetzt kommt das Geglimmer wieder. War jetzt mal anders. Wo bin ich? Okay, wir sind mit dem Fahrstuhl runter. Wir sind anscheinend abgestürzt. Ah? So. Oh ja. Oh ja. Ich frage mich gerade, wie wir da rausgekommen sind, aber. Also ich hinterfrage das nicht, solange ich noch lebe. Für mich alles cool. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Okay. Also hier unten werden die Gefangenen, ja, gehalten. Ach, klar. Was war das? Ich habe gerade irgendwen hier stöhnen hören. Ich würde mich freuen. Also ich weiß, das Game wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, aber ich bin ehrlich, ich würde mich über eine Waffe freuen. Über irgendwas, was ich nutzen kann, um mich zu verteidigen? Also, das ist schon cool. Und wenn es einfach nur so ein Stein ist, den ich hier so mitnehme und sage, weg! Kann man da eigentlich überlegen? Problem ist einfach nur, dass das immer so clunky ist. Ist auch geil. Oh Gott, da weint jemand. Alles hier los? Was? Okay. Area Cellars 1. Na wunderbar. Hier sind wir dann schon mal bei den Zellen. Na, ist ja. Hier ist kein Dings. Why? Why? Warum war da keine Fackel? Kann ich eigentlich hier die Dinger jetzt einfach so rausziehen und kann jetzt nochmal gucken? So dahinter? Okay, wir haben. Alter, ich hab nicht mehr so viel Öl. Ich hab kaum noch Öl. Ich hab kaum noch Öl. Und dass hier keine Lampe war, das triggert mich hart. Was ist hier los? Also klar, wir sind jetzt hier unten in den Katakomben. In denen da, wo die Zellen sind. Und ich bin ein bisschen. Alter, ich bin ein bisschen. Ein bisschen nervös. Alter, warum? Gib mir das.
Aufgenommen in Hammer. Hier ist direkt eine Lampe neben mir. Wie sieht mein Zustand? Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Shit. Geistiger Zustand. Uiuiui. Punkt, Punkt, Punkt. Wie war das? Ich kann hier doch irgendwas nehmen. Eine medizinisch ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Ja, wunderbar. Ich bräuchte was für meinen geistigen... Für meinen geistigen Zustand. Okay, cool. Hier kann ich rein. Okay, cool. Hier gibt's nochmal Öl. Nicht gut. Hier gibt's nochmal Brot. Mach doch auf! Geh doch mal nicht auf. Lass zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Okay, wir verstecken uns ganz schnell. Ganz schnell, Freunde. Und jetzt warten wir hier ganz kurz, bis sich Johnny wieder beruhigt hat. Was ist überhaupt unsere To-Do hier unten? Was ist denn hier? Ja, nichts. Einfach nichts. Wir sind einfach nur hier unten. Es gibt ja sonst immer, heißt es, geh da hin, geh dorthin, besorge das, besorge X, besorge Y. Hier heißt es jetzt, hier ist einfach nur, sei da. Super. Und spiel Hide and Seek mit dem Typen hier. Ich hoffe, der ist wieder weg. Hallo? Okay. Ich bin ein wenig angespannt. Ich sag mal so, wie es ist, ihm geht das nicht so gut. Das Problem ist, ich soll mich verstecken. Eigentlich. Scheiße. Ach du Shitty McTitty. Ich soll mich eigentlich verstecken, ne? Aber... ich brauche auch unbedingt fucking Licht, um weiterzukommen. Dann hört sich an, als ob der direkt vor der Tür steht. Ach so, Gott, du meine. So. Er läuft da lang, okay. Ich kann nicht. Lass mal hier lang. Glaube ich. But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find you Gabriel, must go. The Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come. We don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hey, warum? Hurry! Warum kann ich das nicht? Ich will doch mit dem. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Ich will doch nur den Hammer nehmen. Lass mich doch den Hammer nehmen. Ein Steinhammer. So, mit dem Steinhammer kann ich jetzt hier nicht. Mit diesem Merkdog ich mich meinem durchzuknüpfen. Ja, ist ja schön. Den haben wir hier zumindest schon mal. Das Ding, was wir brauchen für. Zum Öffnen. Ist abgeschlossen. Das Schloss ist jedoch korrodiert und weist einige Schwachstellen auf. Ja, heißt jetzt was?
Data? Nein. Data? Ist noch etwas anderes nötig? Was ist denn noch nötig? Die Scheiße auf, ey. Was wird denn noch benötigt? Where is she? Where did she go? Where did she go? Oh, tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Ja, es ist schon komisch. Ja, okay, können wir machen. Muss man nicht machen. Was ist das hier? Aufgenommen, Meißel. Ich habe da gerade was gehört. Hab nichts gesehen. Nur gehört. Aber das Schlimme bei dem Spiel ist, auch wenn du nichts siehst, das hört sich immer an, als ob der Typ direkt neben mir steht. Aber wirklich direkt. So als ob, ja, ich komme hier um die Ecke und er steht direkt vor mir und ich sage, hallo. Ja? Also jetzt gucke ich jetzt hier auch mal wieder um die Ecke. Okay. Scheint aber nicht da zu sein. So, ich brauche dich und dich. Kann ich dich jetzt zusammen kombinieren? Und dich kann ich jetzt nur machen, ne? Okay, ganz kurz. Oh ja. Ah, das Ölkännchen ist schon wieder gut voll. Das Foss und hält keine Öl mehr. Hallo? Hier dürfte ich richtig sein, ne? Genau. Okay. Gut, dann machen wir uns hier. Wir verdünnisieren uns direkt wieder aus dem Gefängnis. Und gucken mal, wo wir hinkommen. Ich bin ehrlich, ich habe keinen Schimmer mehr, wo ich bin. Die Burg, die Türme von Brandenburg, also die Burg selbst oder das Schloss, ja, scheint riesig. Apropos Burg oder Schloss. Ja, ich werde auch mal nach der Folge hier danach gucken. Wo ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss? Ja, gibt es da überhaupt Unterschiede? Sind es einfach nur identische Bezeichnungen für keine Ahnung was? Oder ist es eine... Also ich habe ja die Theorie, die Burg ist quasi sowas, wie wir jetzt hier haben. Und das Schloss könnte eher moderner sein. Aber jetzt nicht vergleichbar mit wie so eine Art Villa oder so ein Blödsinn, sondern wirklich anders. Aber man weiß es halt nicht so genau, ne? Also ich weiß es zumindest nicht. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mal sagt, so von wegen... Was ist der große, große Unterschied zwischen Burg und Schloss? Lässt sich nicht bewegen. Ja, Wunderbärchen. Das Schloss verschlossen und das Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Ja, ist ja wunderbar. Das heißt wieder, ich muss hier irgendwas wahrscheinlich wieder zusammenrätseln, weil wenn ich jetzt hier Lagerraum, Rezeptur, Küche, keine Ahnung was. Oh, ich habe nur noch 3 Zunderbuchsen. Bin ich ehrlich, das ist nicht mehr so viel. Oh Gott, hier geht's ja auch schon wieder zu den Zellen. Wer weiß? So, wir gehen jetzt mal durch das Labyrinth. Und ich habe mich jetzt schon verlaufen. Oh. Bin ich denn hier? Ach du Scheiße, ich habe mich wirklich verlaufen. Jetzt mal ohne Scherz. Bin ich hier noch richtig? Oder bin ich jetzt hier im Kreis gelaufen? Küche. Is he safe? Well, it's for his own good.
Okay. Sooner we'll be ready. Let there be enough time. Okay. 2nd of August, 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. Castle it's late in the evening, and the outrider, who has been with Prince Brennenburg, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Ah, ja, ich weiß nicht, ob das immer so gesund ist, sich selbst die Schuld so zu geben. He escaped. Where is he now? Tja. Es, ich weiß ja nicht. Du machst wie ein kleines Kind. Solange ich ihn nicht sehen kann, kann er mich auch nicht sehen. Ich hoffe, das klappt. Also er scheint da draußen irgendwas zu machen, aber ich weiß nicht was. Vor allem, weil hier auch eine Sackgasse ist. Aber gut, wir nutzen diese Sackgasse, um die Folge für heute zu beenden. Ich weiß, es sind nicht ganz anderthalb Stunden und ja, ich glaube aber, dass wir hier an einem Punkt sind, der uns echt Kopf zerbrechen wird. Also, ich glaube, das wird jetzt hier nicht so einfach. Bin ich ehrlich. Ja? Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge heute ein bisschen gefallen. Gerne schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, wo ist der große Unterschied zwischen einer Schloss und einer Burg? I don't know. Ja. Und wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.